hier in Hannover auf der Messe Pferd und Jagd. Und wir haben heute die Gelegenheit nochmal auf der Messe genutzt, das heute sogar zweimal, unser Equiva-Programm vorzustellen, unsere Jugendförderung. Und dann haben die Mädchen alle mit ihren Pferden eine Lehrstunde geritten. Eigentlich habe ich den Menschen, die zugeschaut haben, denen habe ich erklärt, warum da jetzt mal eine Lektion falsch gelaufen ist und wie wir sie dann korrigieren. Unsere Jugendförderung sieht so aus, dass die Reiterinnen und auch Reiter eine Qualifikation gehen. Das ist das Nicole Uphoff Nachwuchschampionat. Und aus diesen Qualifikationen in der U16-Klasse sucht der Landestrainer sich gute raus. Und manchmal ist es auch so, in manchen Verbänden ist es so, dass nur die besten 5 aus jeder Prüfung dann zu einem Sichtungslehrgang kommen. Dieser Sichtungslehrgang wird von mir entweder ausgeführt, so wie in Westfalen, oder ich besuche ihn. Und dort suche ich mir meine Talente raus. Also mir ist es völlig egal, ob die Erster oder Fünfter waren in der Quali. Mir ist es egal, ob die auf diesem Sichtungslehrgang für das Landesturnier ausgesucht werden. Das ist mir dann völlig egal. Ich sehe, wie die sich im Unterricht benehmen und wie die reagieren. Können die das umsetzen? Denn ich habe ja nur ein Jahr Zeit. Und das sind so ein paar Kriterien, die ich dann abklopfe. Da freue ich mich nur noch auf meine neuen Talente. Und hoffe, dass ich richtig ausgesucht habe, dass das halt auch zwischenmenschlich halt passt. Die Rike Duden hat ein sehr tolles Pferd, was in der Basis meiner Meinung nach noch ein bisschen gearbeitet werden muss, was mir aber sehr viel Spaß macht. Und Rike ist jemand, der das total gut umsetzen kann. Eine ganz tolle Kombination Pferd-Reiter. Dann haben wir die Anna Derlin, die ist auch eine Wiederholungstäterin mit ihrer Stute Holly. Da ich letztes Jahr schon mal hier geritten bin, konnte ich auch meine Stute ungefähr einschätzen, wie sie das macht. Und ja, so habe ich mich eigentlich nur drauf gefreut. Es hat Spaß gemacht, vor den Leuten zu reiten. Und hier in der großen Halle ist natürlich noch was ganz anderes mit der Atmosphäre. Am Anfang, bevor wir reingeritten sind, war ich sehr nervös. Aber dann, meine Stute war ja total artig und dann entspannt man sich automatisch und kann es genießen. Anna ist ein sehr ehrgeiziger Mensch. Die muss ich immer schon mal etwas ausbremsen. Und das ist halt auch genau das Ding, weshalb ich diese Jugendförderung mache. Ich kann meine Philosophie, Pferd ist nicht Sportgerät, sondern dann soll dein Partner werden und gerade so eine Stute, wenn die nicht dein Partner ist, hast du verloren. Und das ist natürlich bei so einem ehrgeizigen Mädchen wie Anna sehr, sehr wichtig. Und das hat sie super angenommen und lässt sich jetzt halt mehr auf ihr Pferd ein. Das macht super viel Spaß mit der Anna. Dann haben wir die Paula Bussmann. Die hat eine relativ unkomplizierte Stute, die dann aber auf der anderen Seite wieder sehr ehrgeizig ist. Aber die Paula ist Gott sei Dank da wieder jemand, die bleibt immer ruhig, die behält die Ruhe und das überträgt sich dann automatisch wieder aufs Pferd. Wenn mal was schief läuft, dann pariert sie durch, wir setzen es nochmal an. Also so richtig schön harmonisch. Also es war ein ziemlich schönes Erlebnis und es war auch ziemlich aufregend, einfach mal so eine große Kulisse zu erleben. Ich bin ziemlich überrascht, dass mein Pferd überall so lieb war und überall so lieb mitgemacht hat und sehr konzentriert mitgearbeitet hat und es war auf jeden Fall ein schöner Tag. Und dann haben wir noch die Anne-Sophie Kamps. Ich war mit meinem Pferd Donna Ballerina hier, sie ist 10 Jahre alt. Ich war schon letztes Jahr einmal hier und habe jetzt das Glück, dieses Jahr wieder im Sponsoring dabei zu sein. Und da bin ich halt sehr stolz, dass sie wirklich jetzt im zweiten Jahr auch schon ihre erste Erstdressur gegangen ist. Und Anne ist auch jemand, die ist sehr ehrgeizig, aber sehr ruhig dabei. Und so habe ich halt ganz, ganz unterschiedlich und viele Charaktere bei den Menschen und auch bei den Pferden. Und jedes Jahr halt neu. Und das ist das, was halt so auch diesen Reiz gerade in dieser Jugendförderung ausmacht. Ich muss mich immer wieder neu einstellen. Und wenn es dann funktioniert, ist das halt so mein Highlight. Oft treffen wir wieder Ex-Schülerinnen und Schüler, auch auf den ganzen Championaten. Das ist halt auch sehr schön, hier auf der Messe. Und da ist man halt schon sehr stolz, dass auch so eine Ann-Christine Arnold zum Beispiel, dass die dann auch hier für andere Schauprogramme gebucht wird und man da so ein bisschen so teilgehabt hat, dass sie da jetzt reitet und das ist halt einfach ein tolles Gefühl und da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf, dass die manche Mädels das auch wirklich weiterführen, weit noch weiter kommen, als wir sie vielleicht mit begleitet haben. Das ist schon ein gutes Gefühl.